Trainer, die Länderspielpause ist wieder vorbei und wenn es nach dir geht, wird es wahrscheinlich auch höchste Zeit dafür, oder? Du sagst es, wir freuen uns sehr, dass es jetzt wieder um Punkte geht. Diese Pausen, ja, ist natürlich für die Spieler eine tolle Geschichte, für uns im Verein eher ein bisschen weniger. Aber jeder hat ja dieses Problem in Anführungszeichen und wir freuen uns jetzt einfach tierisch auf morgen, Hammerstraße, Freitagabend, Flutlicht, hoffe so ein bisschen Regen und dann sind wir endlich wieder daheim. Hilft so eine Phase denn, um dann einfach mit der Mannschaft dann jetzt nach den ersten Zweitligaspielen nochmal 2 Wochen in Ruhe trainieren zu können? Das hilft auf jeden Fall. Wir hatten ja auch das Spiel gegen Werder Bremen, wo wir uns auch mal mit dem Sieg belohnt haben, wo wir echt gegen den Erstligisten eine tolle Leistung gezeigt haben und dafür war das sicherlich sehr, sehr gut. Wir wissen aber auch, dass letztendlich die Punkte zählen und wir wollen morgen gegen Paderborn einen Sieg einfahren und uns auch da für einen enormen Aufwand belohnen, den wir betreiben, weil ich finde, wir sind in den ersten Spielen nicht so ganz belohnt worden für den Aufwand, den wir betrieben haben und wollen das morgen natürlich besser machen. Mit Paderborn kommt aber direkt das nächste Zweitliga-Top-Team her. Du sagst es, es sind nur Top-Teams in der zweiten Liga. Ich wüsste gar nicht, wo ich da mal irgendwie was anderes sagen soll. Es ist eine Riesenqualität mit gestandenen Zweitligaspielern, die echt schon viel erreicht haben. Und daran müssen wir uns messen oder mit denen müssen wir uns anlegen und wollen da auch echt uns von unserer besten Seite zeigen. Wie viel Qualität Paderborn hat, das gab es ja zu Jahresbeginn nochmal. Es war eine Niederlage, die rückblickend viel bewirkt hat. Spielt so eine Partie jetzt noch irgendeine Rolle in der Analyse oder ist das dann aus den Köpfen durch den Aufstieg? Also wenn du noch das Spiel in Erinnerung hast, wo wir 6:1 verloren haben, da waren wir auf Platz 13 der dritten Liga. Das war vor 9 Monaten, das werde ich nie vergessen. Und jetzt spielen wir in der zweiten Bundesliga. Und das ist eben das, was uns damals geprägt hat, was uns gezeigt hat, was können wir verändern. Und ich glaube, gerade dieser kleine Push, den wir da gebraucht haben, um das System zu verändern, um die Spieler auf ihre besten Positionen zu kriegen. Und daran arbeiten wir auch gerade jetzt wieder und versuchen das vielleicht, wenn es klappt, wieder genauso umzusetzen. Was braucht es aus deiner Sicht, um dann jetzt eben an einem Freitagabend aus den ersten Spielen eben auch diese Erkenntnis mitzunehmen, um dann Paderborn schlagen zu können? Was du auf jeden Fall brauchst, ist eine unfassbare Leidenschaft, eine Mentalität, eine Bereitschaft, jeden Zweikampf so zu führen, als wäre es der letzte. Die Bereitschaft, dein eigenes Tor zu verteidigen bis auf irgendwas und dann nach vorne Qualität zu zeigen, dich durchzusetzen, im 1 gegen 1 Torabschlüsse zu suchen, den Ball, den verdammten Ball einfach mal reindonnern, dass es mal wackelt im Netz. Habt ihr ja gegen Bremen gezeigt, wie es klappen kann. Ja, und ich hoffe, dass wir das morgen auch wieder machen.